Guten Morgen, willkommen zur 23. Adventlesung, der letzte Tag einer Geschichte. Ich habe einen Weihnachtswunsch, den ich vorlese. Zugesendet hat mir die Geschichte die Lydia. Vielen Dank. Der Weihnachtswunsch. Trine war im Sommer 5 Jahre alt geworden. Sie war eine begeisterte Malerin und malte jeden Tag viele, viele Bilder. Doch seit Anfang Dezember malte sie jeden Abend an demselben Bild. Die Ausdauer überraschte ihre Mutter und nach dem 4. Tag, an dem Trine mit ihrem Werk beschäftigt war, fragte ihre Mutter sie, was das denn Schönes sei, was sie dort malte. Sie gab sich viel Mühe, es zu erkennen, aber sie konnte nur farbenfrohe Striche und Kreise erkennen, auch wenn es sehr schöne Kreise und Striche waren. Ach Mama, das kann ich dir nicht sagen. Das hier ist mein Brief an den Weihnachtsmann. Und schließlich gibt es das Briefgeheimnis. Es zeigt meinen allergrößten Wunsch und ich bin ganz sicher, dass der Weihnachtsmann mir diesen Wunsch erfüllt. Nach dem 8. Tag war das Bild für den Weihnachtsmann endlich fertig und Trine legte es auf die Fensterbank, damit der Weihnachtsmann es abholen konnte. Die Mutter wurde langsam ängstlich. Sie hatte Trine noch oft gelöchert und versucht herauszufinden, was denn nun ihr größter Wunsch sei. Doch Trine sagte jedes Mal, dass der Weihnachtsmann ja Bescheid wusste. Die Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Es würde ihr das Herz brechen, wenn sie den sehnlichsten Weihnachtswunsch ihrer Tochter nicht erfüllen könnte. Sie zeigte die Zeichnung mit den Kreisen und den Strichen, jeden, den sie traf. Eine Lokomotive ist das, sagte Trines Vater entschieden. Das Kind wünscht sich eine Puppe, meinte Trines Oma. Ich sehe einen Teddybär, informierte die Nachbarin. Ein Kaufladen? Der Postbote war sich sicher. Trines Mutter kratzte also ihr Erspartes zusammen und kaufte eine Lokomotive, eine Puppe, einen Teddy und einen Kaufladen. Sie hoffte sehr, dass das richtige Geschenk dabei war. Am heiligen Abend arrangierte sie die Geschenke hübsch unter dem Weihnachtsbaum. Sie stellte noch einen Adventsteller mit Plätzchen und Zuckerstangen auf den Wohnzimmertisch, zündete ein paar Kerzen an und dann läutete sie das Glöckchen. Das Glöckchen war das Zeichen dafür, dass Trine ins Wohnzimmer kommen durfte. Trine blickte sich im Wohnzimmer um und strahlte über beide Wangen. Siehst du, Mama? Ich hab dir doch gesagt, der Weihnachtsmann weiß, was ich mir wünsche. Trines Mama fiel ein Stein vom Herzen. Ein wenig überrascht war Trines Mama darüber, dass Trine nicht zu den Geschenken lief, sondern zu dem Adventteller auf dem Wohnzimmertisch. Plätzchen und Zuckerstangen. Gibt es etwas Schöneres? Fragte Trine. Ihre Mutter musste schmunzeln. Selbstverständlich durfte Trine an diesem Abend so viel davon essen, wie sie schaffte. So einfach sind Wünsche zu erfüllen. So, liebe Lydia, die letzte, die in das Glas kommt. Und morgen gibt es die Auslosung. Und dann ist Weihnachten. Heute noch nicht. Bereitet alles vor, macht es euch gemütlich und wir sehen uns morgen. Tschüss.